Hi Leute, jetzt geht's weiter mit Vampire Storm 2. Und ich weiß gar nicht mehr, wo genau wir waren. Ich weiß noch, wir haben uns das Schloss angesehen und ich glaube, wir sind dann zurückgeflogen, oder? Kann das sein? Ups. Wären wir fast in den Strand reingeflogen. Okay, also wir haben uns das Schloss definitiv angesehen, das weiß ich noch. Sehen wir uns dann dieses Mal die Stadt an? Oder haben wir noch vielleicht irgendwas zu tun? Quest. Oh, irgendwelche Aufgaben. Geheime Höhle sucht die versteckte Höhle südwestlich vom Tempel der Heiler. Hui, das ist ja toll. Pilz im Brot. Machen wir doch glatt mal. Tempel der Heiler. Fliegen wir kurz durch den Kartenrand. Müsste hier irgendwo sein. Okay, hier müsste irgendwo der Tempel. Da ist er auch. Hier. Da. Okay. Hier haben wir was. Blutflasche halten. Geheimnis. Oh, das ist aber sehr klein. Hey, hier ist ein Schalter an der Wand versteckt. Gut aufgepasst, Warner. Das war jetzt. Eigentlich dachte ich, hinter dem Baum wäre die Höhle. Das war jetzt aus Versehen. Ich wollte mir nur den Baumstumpf da anschauen. Wartet, es riecht stark nach Blut. Das wundert mich nicht. Direkt vor dir klebt ein großer Batzen Blut an der Wand. Was ist denn hier passiert? Es scheint, diese verfluchten Irres waren schneller als wir. Schauen wir uns mal um. Alle tot. Das schöne Blut. Völlig vergeudet. Okay. 8000 Filaten, geil. Aber bei den Leichen hier wird nie was gesagt. Gehen wir jetzt rechts oder links lang? Gehen wir mal links. Nee, hier wird nie was gesagt. Schlafmittel halten, Geheimnis. Nein. Bin gespannt, was wir hier noch finden werden. Gehen wir nach unten. Da spritzt das Blut noch. Ich glaube, unten war die falsche Entscheidung. Gehen wir doch lieber erstmal nach oben. Ich frage mich, wer zu sowas in der Lage ist. Ich? Außer dir, Aska. Dass du ein blutrünstiges Monster bist, wissen wir doch. Wenn das wirklich die Irres waren, wo ist dann mal eine Leiche? Überall nur Leichen der Krieger. Des Clans. Wirklich merkwürdig. Aber da hat sie recht. Überall sind nur Leichen vom Clan des Heiligen Krieger. Der Heiligen Krieger. Speichersteine halten. Und bei keiner der Leichen können wir etwas machen. Finde ich auch ziemlich blöd. Großer Seelenstein halten. Geheimnis. Hey, da vorne liegt noch jemand. Gleich nicht mehr. Aska! Vielleicht erfahren wir jetzt ja, was hier passiert ist. Der Heiler dort lebt noch. Aber sonst nichts. Hey du, was ist hier passiert? Sir Aaron, seid ihr das?
Ja. Dieser Schmerz. Meine Augen. Ich kann nichts sehen. Was ist passiert? Es war der Prophet. Er hat uns verraten. Der Prophet? Ihr müsst ihn stoppen. Geht zum Platz der Tafel. Platz der Tafel? Wo ist der? Nordöstlich im Wald von Schloss Gaga. Aber warum ist ihr nicht? Armer Sterbender nach. Oh nein! Bringen wir es zu Ende. Nein, warte, vielleicht kommt noch was. Oder ja, beenden wir sein Leiden. Ich frage mich, was bei Nein, warte passiert. Machen wir doch mal. Ah, du bist ein kleiner Sadist und willst ihn verbluten lassen? Fein, wie du möchtest. Platz der Tafel. Ist es das, was ich denke? Der verwunderte Steintafel? Sehr wahrscheinlich. Aber wer ist denn nun dieser mysteriöse Prophet, von dem alle sprechen? Vielleicht finden wir das raus, wenn wir uns diesen Platz mal anschauen. Oh Mann, ich dachte, wir kriegen da noch irgendwas, armer Kerl. Ich dachte, wir kriegen da noch ein paar Informationen, aber nein. Okay, dann hätten wir ihn doch töten sollen. Also war halt ein kleiner Sadist. Unfreiwillig, denn ich hätte ihn jetzt im Nachhinein noch töten lassen wollen. Okay. Der Platz der Tafel geht zum Platz der Tafel und östlich von Schloss Rakar. Wo ist denn Schloss Rakar? Dort. Okay. Machen wir oder haben wir sonst noch was? Naja, oder? Ich glaube, wir machen da im Endeffekt jetzt die Hauptquest weiter. Ich würde aber vorher gerne noch die Städte und so weiter machen. Also das, ich lasse es dann doch noch ein bisschen warten. Machen wir erstmal mit der Stadt weiter und ich würde auch vorher gerne noch das letzte Schloss erobern, denn ich befürchte oder habe die Befürchtung, dass dies wirklich das Ende der Hauptquest ist. Dass hier jetzt wahrscheinlich nichts ist am Platz der Tafel, bis wir alle Tafelbruchstücke haben oder irgendwie sowas, befürchte ich. Mirana! Okay. Wir haben hier was. Lichtrune erhalten. Geheimnis. Okay. Komm ich nicht durch. Da ist eine Katze. Das ist eine schöne Musik. So, sehen wir einen Abwehrring erhalten. Geheimnis. Sehen wir uns erstmal wieder normal um, bevor wir in irgendein Haus gehen. Junge Frau. Wie? Habt ihr schon gehört? Wie ist das Mannes gestorben? Sie hat sein ganzes Vermögen gehabt. Hätte ich bloß auch seine reichen Kälte dann abkratzt. Ja. Danke für die Information. Moment mal, ich kenne dich ja gar nicht. Ihr seid doch nicht zufällig reich. Verschwinde, du raffgierige Kuh! Hey, man wird dir wohl noch mal fragen dürfen. Jetzt? Ah, geht doch. Wo kriege ich noch einen reichen Kerl her? Alt und reich, das wäre fein. Tja, die Probleme der Frauen. Die zu faul sind, um zu arbeiten. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Da haben wir ein paar Fässer. Haben wir auch noch was? Aber da ist nichts. Hier gibt es ja, glaube ich, auch irgendwo diesen Bäcker, oder? Das war hier, wenn ich mich nicht irre. Tankfähigkeit erhalten. Geheimnis. Okay,
Da haben wir auch noch ein paar Sachen. Nein, da ist nichts. Hier auch nichts. Hier haben wir wen? China. Hallo, schaut euch nur an. Die können wir gleich mal verkaufen. Halt normale Wunden, würde ich behaupten, einfach weg damit. So. Heiltränke und Heilelixier reicht eh vollkommen. Sonst noch etwas? Wir haben auch die Regenerationsangst. Auch noch und Wasser des Lebens, das heißt halt für jeden 500 Leben. Das ist auch voll geil. Der Abwehrring. Nee, kommt weg. Oh, wir haben noch einen gelben Stein. Ah, ich habe vergessen nachzusehen, wo der Lufttempel ist. Ja, vielleicht finden wir ihn aus Versehen doch noch. Heilelixiere werde ich mir auch noch voll kaufen, alles. Aber nicht jetzt. Kommt bald wieder. Endlich Kundschaft. Ich dachte schon, ich verkaufe heute gar nichts mehr. Verkauft hast du auch nicht wirklich. So, nein, da ist nichts. Ach, da komme ich ja dann gar nicht mehr runter. Da haben wir noch einen Bluthang. Geheimnis. So, ich will erstmal wieder runter. Aber dann sehen wir, vergessen wir den Mann vielleicht. Ja, reden wir gleich mit ihm. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Zaran. Ich frage mich, wo die ganzen Wachen hin sind. Tja, die haben sich wohl alle aus dem Staub gemacht. Naja, ich möchte die sowieso nicht. Es ist besser, wenn sie weg sind. Und die kommen auch nicht wieder. Ich hoffe, du hast recht. Ich will ein Leben in Freiheit und ohne Probleme. Ständig diese Wochen in der Stadt zu haben, hat unsere Lebensqualität deutlich gemindert. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Zum Glück haben diese Wochen nie mein kleines Versteck bei den Kisten entdeckt. Welches Versteck bei den Kisten? Das hier ist es nicht. Vielleicht die da links? Ey, das sind auch Kisten. Aber da nichts. War das hier? Gehen wir mal mit dem da. Colin. Das ist ein Junge oder eine Frau? Das Bild sieht fast aus wie eine Frau. Ich glaube, Mimi. Was kann ich hier nur schenken? Wem denn? Huch, ich habe dich ja gar nicht bemerkt. Du scheinst ja tief in Gedanken versunken zu sein. Das kann man wohl sagen. Ich habe eine Brieffreundschaft mit einem Mädchen aus Ildan und ich werde sie demnächst zum ersten Mal besuchen. Allerdings weiß ich wirklich nicht, was ich hier mitbringen könnte. Verflixt, ich will doch nur einen guten Eindruck machen. Wie wäre das mit Blumen? Blumen? Wer freut sich denn über Blumen? Ach, schweig einfach, Oskar. Ja, daran habe ich auch schon gedacht, aber ich weiß nicht, welche Blumen sie mag. Ich glaube, sie wird sich über jede Art von Blumen freuen. Da bin ich mir leider nicht so sicher. Sag mal, ihr kommt nicht zufällig in nächster Zeit nach Ildan? Wieso? Nun, ich hatte gehofft, ihr könntet mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Und der wäre? Nun, vielleicht könntet ihr ja herausfinden, welche Blumen sie mag. Sicher, das machen wir. Wirklich? Ich danke euch. Ihr Name ist Tareka und sie wohnt in Ildan, wie ich bereits erwähnte. Ich weiß nicht, wie ihr es rausbekommen könnt, aber ich hoffe, ihr schafft es. Ich warte so lange hier und hoffe, dass ihr euch beeilt. Halt, Gedanken lesen. Oh, Reike. Das ist aber wieder das Bild einer Frau. Doch eine Frau. Egal, ich mache jetzt die Stimme weiter. Oh, Reike, was kann ich dir nur schenken? Ich will nicht, dass du mich für einen Angeber hältst. Aber das ist wieder ein Angeber, keine Angeberin. Sowas verwirrt mich immer. Und natürlich sollst du mich auch nicht für einen Geizhals halten. Verdammt, was soll ich dir nur schenken? Okay, hier waren noch irgendwo diese ganz vielen Kisten, oder? Da! Nee, auch nicht. Welches Versteck bei den Kisten?
Hm. Egal, das finden wir noch. Die hatten wir, glaube ich, schon zum Gespräch, oder? Ja. Okay, vielleicht diese Kiste? Nein. Hm. Hier ist ein... Nein, auch nicht. Haben wir noch ein Fass. Da sind Kisten. Sogar eine Menge. Hey, hier liegt etwas. Vier Heiltränke erhalten. Lichtrune erhalten. Geheimnis. Ich schätze mal, das war das Versteck. Okay. Dann würde ich mal sagen, sind wir durch, dann fangen wir an mit den Häusern. Das ist eine Truhe. Oh. Hat aber schön ausgesehen. Die Truhe ist mal so eine richtig, richtig große Truhe. Hallo! Mann mit Bart. Kann ich euch helfen? Wir wollten uns nur noch ein paar Neuigkeiten umhören. Oh, eine hübsche Dame wie euch erzähle ich gerne ein paar Neuigkeiten. So ist vor kurzem der Mann von dieser gestorben und sie hat sein ganzes Vermögen geerbt. Ellen ist nun endlich verliebt, aber weiß nicht, was er seiner Liebsten schenken will. Ellen ist es auch wieder. Wieder er. Denn er möchte sie heiraten, so wie Alex gerade seine Christine in der Kirche heiratet. Alex und Christine? Von Dunkle Schatten? Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr noch zuschauen. Na, das ist ja schon mal was. Danke. Gern geschehen. Der Zug ist immer gerne gesehen. Hm, also wenn ich nicht schon verheiratet wäre, würde ich meine liebe Tanja auch nochmal heiraten. Ach, das ist doch nett. Sowas ist doch wirklich nett, oder? Nein, ich will da raus. Komm, schneller, schneller, schneller. Okay. Dann erstmal hier. Hier haben wir leider nichts. Das ist eine Katze. Katze, lass mich vorbei. Aber da ist auch nichts. Geh dann hoch. Kunst der Verführung, ein Essay von Toni. Also im Verführen bin ich der Meister. Ach ja, davon habe ich aber noch nichts gemerkt. Hey, in meinen Armen werden die Frauen reihenweise schwach. Vor oder nachdem du sie ausgesaugt hast? Blöd, Mann. Hausfrau. Das ist eine gute Frage. Erst Brot oder erst Suppe? Hm. Erst Brot holen. Sonst ist es die Suppe kalt, bis man das Brot geholt hat. Heilflasche halten. Ach nee, ist ja kein Geheimnis. Mist. Okay, mehr gibt's hier nicht. Gehen wir raus.